Hallo ihr Lieben da draußen. Erstmal einen, ja, Gott sei Dank im Moment sonnigen Gruß aus Andalusien. Und es hat heute ganz viel geschüttet. Oh, da hinten ist ein Regenbogen. Oh, Regenbogen, guck mal. Da, da. Kriegst du den drauf? Oh. Also es hat hier geschüttet aus Eimern. Und wir nutzen gerade diesen sonnigen Moment. Möchte ich nutzen, um euch eine ganz liebe Freundin von mir vorzustellen. Und zwar die Doina Fischer. Eine international bekannte und erfolgreiche Dressurtrainerin. Und ja, die möchte ich jetzt mal ein bisschen ausquetschen. Hallo, Doina. Erzähl ein bisschen, wie bist du zum Reitsport gekommen? Ich reite schon seit ich ein kleines Kind bin. Also ganz zum Pferden bin ich gekommen. Als ich das erste Mal ein Pferd gesehen habe, habe ich anscheinend geschrien aus dem Kinderwagen, da ich zum Pferd wollte. Also lag mir das schon in den Kinderschuhen. Habe aber angefangen zu reiten, als ich 7 war, wirklich so seriös. Okay. Okay. Wie ging dein Erfolgsweg los? Was waren so deine größten Erfolge? Ich weiß auch, du bist weltweit unterwegs. Doina reist unheimlich viel. Ja, und auch sehr gerne. Meine größten Erfolge würde ich sagen, ich bin Champion of Champions von Brasilien in Dressur geworden, in der Klasse S. Das ist die größte, die höchste Klasse, wo man reiten kann. Und ich habe international Pferde trainiert, die auch selber dann mit anderen Reitern zu internationalen Sport erfolgreich geworden sind. Wow, Respekt. Respekt. Ich würde sagen, ich bin auch in der Ausbildung sehr erfolgreich gewesen, weil ich habe internationale Richter und Programme nach verschiedenen Ländern gebracht, wo das noch nicht so bekannt war. Ah, okay. So dass ich viel organisiert habe für große Kunden und große Turniere und wirklich auch etwas für die Pferde gemacht. Also verstehe ich das richtig, dass es dir auch sehr wichtig ist, dass die Pferde gut gehalten werden, gut trainiert werden. Ja, hast du schon ein Auge drauf, dass da alles tiergerecht abläuft? Also mir ist vor allem wichtig, dass die Pferde für die Pferde gut trainiert werden. Das heißt, dass die Pferde auch wirklich eine Chance haben, ihren Körper, Körperstand, also wie sie gebaut sind, für Laien, dass sie, wie sie gebaut sind, auch so gymnastiziert werden, dass sie wirklich einen guten Sport machen können. Also dass es sehr gut. Gut geht. Sehr gut. Ja, das freut auch mich. Ich habe ja groß nichts mit Pferdesport zu tun, also es ist sehr interessant für mich. Aber für mich ist halt wichtig, dass das alles tiergerecht abläuft. Und man liest ja auch viel, ja, dass es in vielen Stellen nicht so gut abläuft. Ja, leider ist es schon so. Also mir ist wichtig, dass es jedem Pferd individuell gut geht. Sehr schön, sehr schön. Ja. Okay, Doina. Und du hast mir erzählt, du hast eine Vision. Ja, du lebst hier in Andalusien und hast eine Vision, die du gerne hier umsetzen möchtest. Hör zu unseren Facebook-Freunden draußen ein bisschen was von erzählen. Natürlich. Da ich ja überall auf der Welt Kurse gebe, habe ich immer wieder die Nachfrage, wo kann man denn Pferde reiten, wo ich trainiert habe und wo kann man das auch lernen, wie ich trainiere. Und aus diesem Grund habe ich entschieden, ein Trainingszentrum und eine Schule aufzumachen, und zwar im schönen Süden von Spanien, also in Andalusien. Erstens, weil das Wetter ist ja einfach toll, obwohl es heute geregnet hat. Heute, aber ja. Trotzdem, wie ihr seht, das Wetter ist wieder schön geworden. Und zweitens, weil es auch ein Ort ist, wo es wirklich viele Pferde hat. Und viele Pferdeliebhaber auch. Genau, viele Pferdeliebhaber. Und aus diesem Grund ist es der ideale Ort, um so etwas aufzubauen. Okay. Hast du auch schon einen Standort gefunden? Ja, gerade außerhalb von Malaga. Und zwar eine halbe Stunde vom Flughafen, weil andere Leute auch so viel reisen wie ich. Genau. Und dass es dann wirklich einfach ist, herzukommen. Okay. Du hast mir erzählt, du hast eine kleine Herausforderung. Du bist zwar spitzenmäßig in deinem Job, aber ein Manko hat die Doina. Ja. Und da brauchen wir vielleicht draußen eure Hilfe. Ja, also, was ich suche, ist jemand, der mir hilft auf der sozialen Medien, Plattformen, wo ich
wirklich kein Genie bin, aber jemand, der wirklich gut ist in dem, das zu verbreiten, also meine Vision zu verbreiten. Jemand, der Freude hat am Pferdesport und auch die Terminologie kennt, weil das ist nicht so einfach, und der wirklich sagen kann, ich weiß, wie das funktioniert bei den heutigen Medien und mir hilft, meine Vision an die Welt zu bringen. Okay, Dana, dann hoffe ich, dass die Facebook-Welt uns draußen helfen kann. Aber ich bin eigentlich ganz sicher, da sind so viele schlaue Köpfe, die sich im Internet so gut auskennen und auch die digitalen Nomaden und... Ich schätze, wir werden jemanden finden. Ja, ich also, wer auch sich angesprochen fühlt, schreibt mir bitte eine Message und ich mache euch den Kontakt mit Dana klar. Okay? Danke. Vielen Dank. Danke dir, Petra. Und euch allen ein... War eine Freude. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Tschüss. Ciao.